Und wir rufen ihre Gegnerin. Herzlich willkommen in der oben Ecke. Please welcome to the red corner, Dila Kisikjol. Ringfight zur ersten Runde, Round 1. Wir bedanken uns bei beiden Kämpferinnen für den ersten Fight des heutigen Abends. Beide Kämpferinnen zur Mitte. Und hier das Urteil des Kampfgerichtes. Einräumiger Sieger nach Punkten, Dila Kisikjol. Annalisa Voismann, kurz nach ihrem Debüt. Leider hat es heute nicht geklappt, aber man muss auch sagen, du hattest eine starke Gegnerin, die Dila aus Hamburg. Wie lief's? Trotzdem. Ja, ich habe leider verloren, aber es war mein erster Kampf ever und von daher bin ich stolz auf mich, dass ich mich dem gestellt habe und ja. Ich denke, du hast also über die Zeit eine gute Leistung gezeigt auf jeden Fall und dein erster Kampf überhaupt, das heißt, du hast auch gar keinen Amateurkampf vorher gemacht. Ich habe noch nie gekämpft davor, noch nie. Also das Einzige, was ich gemacht habe, war Sparring, was auch immer schwierig ist, weil ich keine weiblichen Sparring-Partner habe. Genau, es war mein absolutes Ever-Debüt. Ich habe noch nie Amateur irgendwas gekämpft. Ich war mega aufgeregt. Ja. Also was, mega aufgeregt, Wahnsinn, aber also wir staunen gleich als Profi und dann wirklich so eine starke Gegnerin, also Hut ab auf jeden Fall. Und weißt du schon, wo wir dich das nächste Mal sehen können? Weiß ich noch nicht, nee. Weißt du noch nicht? Tatsächlich ja. Noch nicht. Also. Und hast du vielleicht eine Wunschgegnerin, deine nächste? Erstmal noch nicht eigentlich. Erstmal also nicht. Ich schaue jetzt einfach, was so passiert, genau, was sich so ergibt. Und ja. Genau, erstmal bin ich mich dem gestellt habe auf jeden ja. Fall. Und das kannst du auf jeden Fall sein. Vielen Dank fürs Interview und dann feier heute trotzdem, trotz der Niederlage, aber die Leistung war wirklich gut und vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
Thank you.